Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Deponia. Ja, ich muss überlegen, was wir jetzt gemacht haben. Also, wenn ich mich recht entsinne, haben wir mittlerweile die 10.000 Punkte, war? Entschuldigt mich in ganz kurzen Moment. Da ist Futter drin für dich, Sweeney. Ja, genau. Das war der Computerkern. Da fahren wir jetzt nochmal hin. Stimmt, Aluhut ist drauf. Wie war auf dem Bildschirm vorher mehr los? Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gamecodes gelöscht wurde. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Und wo bekomme ich die Tiere her, wenn sie gelöscht worden sind? Du musst es ja nicht sofort machen. Das hier ist Elysium. Du musst gar nichts tun, was du nicht willst. Hurra! Okay. Ich hätte die Echsenhaut scannen. Wo ist der Scanner? Das ist der Scanner? Warte mal. Ach, das ist der Scanner. Fuck. Okay, ich ja. Was ist das? Kann ich hier nur mal so? Was habe ich jetzt angestellt? Ich glaube, ich will das gar nicht wissen, oder? Ich glaube, ich will das ernsthaft nicht wissen. Wisst ihr, was gerade das Schlimme ist? Ich bin jetzt gerade hier und denke mir, oh, vielleicht muss ich den Ton noch ein bisschen weiter runterdrehen. Und versuche mit meinem Finger auf dem Monitor den Schieberegler rauf und runter zu schieben. Ich habe keinen Touch. Ich habe keinen Touch. Gott, ist das ein schweres Wort. Ich habe keinen Touchscreen. So, geht doch, Mann. Okay. So, ich habe die Echsenhaut gescannt. Ich gehe jetzt wieder in die Chillout-Zone. Was soll ich hier machen? Ich glaube, der wollte irgendwas, jetzt oder? Jetzt lass doch mal deine blöden Streifenzobel beiseite. Ich habe viel dringendere Dinge auf der Agenda. Streifenzobel sind nicht blöd. Sie sind klein, pelzig, nett und sehr intelligent. Vielleicht sogar intelligenter als so mancher Anwesende. Gut möglich. Auf jeden Fall gehe ich nirgendwo hin, bevor ich nicht mindestens ein Streifenzobel gestreichelt habe. Okay, das heißt, da muss ich mir noch rausfinden, wie ich das mache. Ältester Un. Okay, ist das Französisch, also das Un? Kommst du jetzt endlich also mit? Quasi für nein, eins. Meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage. Tut das wirklich Not? Ja. Aber keine Bange, von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Dafür haben wir bestimmt die Monsterfußpantoffeln. Was? Ernsthaft? Oh. Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst.
Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Ich habe eine Idee. Nein, da wollte ich nicht hin. Geschlossen. Ach, dieses... Wir gehen in den Ältestenrat. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger rann, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Chillout Zone? Ob ich ihm damit jetzt wohl die Haare entfernen kann? Bin gespannt. Lustig fänd ich's. Oh. Ist das heiß? Schnauze, das muss so. Aua! So, fertig. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Okay, also muss ich ihn jetzt nochmal massieren. Na gut. Ich gehe. Kommst du jetzt endlich? Nein, ich bestabber die. Okay, scheinbar muss ich das jetzt bei einem. Von einem Profi machen. Gehen wir doch mal hier gucken. Was haben wir hier denn? Was guckt der denn so griesgrämig? Achso, da stehen wir. Einmal kurz gucken. Ich habe den Helm, ich habe den Ring, die Datasette und das Rücken. Ah, Sam. What? Bitte sagt mir nicht, dass ich das einscannen muss. Das wäre doch, komisch. So. Oh, da ist noch ein Drink. Sehr schön. Den Mixer... Oh Gott, Agathe! Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Nein. Noch will ich nicht. Ich rede erst mit ihm hier. Ich will wissen, was ich machen muss. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz. Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Solange diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. So, das ist jetzt Chefsache. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Also muss ich jetzt tatsächlich das Mixer-Rätsel machen. Oh Gott, Agathe, ich halte dich. Gut, lass mich gucken. Das sieht für mich aus wie ein, wie heißt das denn? Dieses Rätsel mit dem Wasser. Wisst ihr, was ich meine? Man hat einen 10-Liter-Eimer und einen 5-Liter-Eimer, braucht aber, oder 3 Liter und 5 Liter, braucht aber weniger. Ach, ihr wisst, was ich meine, oder? Ah, na gut. So.
Der muss fischfrei sein, ja? Ich finde es schade, dass es keine Erklärung dazu gibt. Oder gibt es die? Nein, gibt es natürlich nicht. Habt ihr jetzt immer noch das richtige Bild? Ja, habt ihr. Alles klar. So, wenn ich den jetzt... Okay. Ach Gott, ich muss den erst da rein. Genau. Den kippe ich da rein. Stell den ab. Nein, ich glaube, das passt jetzt nicht. Oh, eine Erläuterung dazu wäre echt geil. Gut. Gucken wir doch nochmal. Also. Wir haben das große da reingeschüttet. Kurz im Klaren darüber werden. So. Also, wir haben das Große in den Mixer geleert. Das Kleine in den Großen gekippt, worauf der Fisch da reingehüpft ist. Ja, also das haben wir definitiv gemacht. Das war garantiert falsch. Aber ich wüsste gerade, ich will den Fisch nicht da reinkippen. Das wäre, ja, nicht so schön. Ich überlege gerade. Gib mir einen Moment Zeit, okay? Okay, das fangen wir nochmal bei Null an. Ich kippe das da rein. Das sieht für mich richtig aus. So, den Fisch kippe ich da rein. So, ich würde den da rein kippen. Kippe ich da rein. Nein, das war falsch. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Mir ein Bartender verloren gegangen ist. What? Ich habe jetzt gerade versucht, den Ausgangspunkt wiederherzustellen. Wieso habe ich... Alles klar. Also reden wir nochmal mit Ältesten 3. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht, solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Außerdem schwimmen nach wie vor Fische in den 4CL-Drinks. Essen fehlt ihm auch noch, ja?
Ich hab... Für einen Cocktail braucht man mindestens... Und eigentlich auch ein Schirmchen, aber dann... Ich erinnere mich an die Szene. Ich erinnere mich dran. Aber... Oh Gott, das ist so... Um Gottes Willen. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Magen, Matt. Gottes Willen. Oh. Oh. Okay, ich versuche ihm mal den Drink zu geben. Vielleicht hilft das ja schon. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Tatsache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Ja, okay. Okay, okay. Wie schön, dass er sich selber drum gekümmert hat und wir natürlich nur doof zugeguckt haben. So wie es ja bei Rufus normal ist, nicht wahr? Ah, das mit der Made, ne? Die sah so süß aus. Die sah ja wirklich süß aus, ne? Aber mit dem Mixer. Oh Mann. Was habe ich hier denn jetzt? Achso, Mann, Matt, nimmt er bestimmt nicht. Igitt, das ist ja abscheulich. Da wünsche ich mir ja fast die Maden zurück. Tja, der Käse ist leider gegessen. Bitte verschone meinen Magen mit solchen Metaphern. Okay, das will er also nicht. Den soll ich eigentlich zur Reinigung bringen. Was es mit dem auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Rückenhaar-Sample. Kann ich den einscannen? Zum Streicheln. Scannen DNA-Probe. Wiep! Erkenne Spezies. Silberrücken Gorilla. Nein, Moment, ältester. Nehme ich bestimmt nicht nochmal in meine Datenbank auf. Letztes Mal hat sein Gencode meine Subprozessoren benutzt, um seine Fußdaten zu enttarnen. Okay. Da steht ja Sample dran, ne? Kann ich das vielleicht dem Pärchen andrehen? Wo ist der Habitat? Also ich meine, es sieht mollig, warm und bequem aus, vielleicht. Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Was habe ich jetzt? Leo-Stoffmuster, Zobelstreifen-Stoffmuster und ein Stinkmuffel-Stoff. Stinkmuffel? Leo? Hey, ich weiß, wie ich die Tiere wieder zurück. Ich versuche die mal gerade einzuscannen. Versuche jetzt noch Probestreifen auf muss. Scanne DNA-Probe.
Okay, cool. Aber den Stinkmuffel will ich auch noch ausprobieren. Scanner DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Und wieder eine Niete. Scanner DNA-Probe. Hey, hey, das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Das ist ja unerhört. Ja, das ist wirklich sehr unerhört. 0103. Okay. Ich frag jetzt mal nicht. Ich sehe gerade, wir haben die Zeit erreicht. Ich beende hier die Folge. Wir sehen in der nächsten, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr hattet einen wundervollen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.